Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Da sind wir wieder. Wir haben der Hexe zur Macht verholfen. Oder auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es erleben. Wir sollen die Zeremonie besuchen, die allerdings erst in der kommenden Nacht stattfinden wird. Und die Sonne ist jetzt gerade erst aufgegangen. Keine Ursache. Ich helfe doch gern. Wir wissen ja, wie lange es dauert, bis so ein Tag mal zu Ende geht. Wenn wir jetzt also wieder auf Nacht warten müssen. In der Zeit können wir so ein bisschen was anderes erledigen, glaube ich. So, will ich jetzt hier noch die ganzen Menschen umbringen oder sind die mir egal? Nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Wenn ich kämpfen will, mache ich so. Ach, da geht er um die Ecke. Wie praktisch. Nein, 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 nein! Oh, Scheiße! Sag, leb wohl, du! Ich hab aus Versehen gebrannt. Dann habe ich sie halt jetzt doch alle umgebracht. Es tut mir leid. Ich habe kurz überlegt und dann weiß ich nicht, ist das hier? Und dann habe ich es halt getan. Hallo Freunde. Kopten, Captain ist wieder da. Wir haben hier noch irgendeine andere Mission, wo wir noch irgendjemanden irgendeine Nachricht wieder zurückbringen müssen. Das war aber bestimmt hier irgendwo. Perikles. Genau, wir müssen einfach wieder in den Hafen zurück. Okay. Macht euch bereit zum Ablegen! Kapitän am Steuer! Das bin ich! Müssen wir hier lang? Oder da lang? Oder wo muss ich jetzt lang? Das ist auch, alles verwirrend so. Wo gucke ich denn jetzt hin? Ich gucke jetzt in die Richtung. Ne, ich muss. Wieso? Ich muss rechts rum. Nicht geradeaus, ich muss doch rechts rum und. Das ist alles falsch da vorne. Wir können es sicher werden! Oh.
was ist denn da los? Wieso schwimmen da Soldaten im Wasser? Okay, ja, die werden schon wissen, warum. Öffnet das Segel! Okay. Ich jetzt in die richtige Richtung oder nicht? Ich hätte mir auch einfach eine Markierung setzen können. Ich muss. Ich bin schon einmal um die Insel drumherum. Ich muss einfach jetzt gerade nach links. Dann ist das das Land, wo ich hin muss. Behaupte ich jetzt mal. Ach ja, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Wollte ich gerade mal nur so gesagt haben. Ja, das sieht mir doch sehr athenisch aus da hinten. Da müssen wir jetzt noch den Hafen finden. Was ist das denn für ein Inselchen? Inselchen schon mal erkunden, schon mal Hallo sagen. Hallo Insel. Wenn ich diese Insel überhaupt Hallo sagen darf oder nicht, hat die keine Bedeutung. Nö, offensichtlich nicht. So, okay. Da ist der Hafen. Da fahren wir jetzt mal rein. Ist ja eigentlich alles relativ nah beieinander. Ich dachte jetzt erst so, jetzt wieder nach Athen zurückfahren. Die ganze lange Seefahrt wieder zurück. Aber ist ja Quatsch, so weit ist das alles gar nicht. Wo willst du hin? Hafen von Piräus. Hallo. Kennt ihr mich noch? Ich bin der, der beim letzten Mal hier so wahnsinnig viel rumrandaliert hatte. Hi. Die, nicht der. Die. Entschuldigung. Da habe ich mich gerade falsch gegendert. Naja, macht nichts. Kann passieren. Dauert auch noch locker 3000 Jahre, bis ich dafür verurteilt werde. Hallo. Kuckuck. Was für Charaktere? Wo bin ich hier eigentlich? Ach so, ich laufe jetzt gerade hier irgendwo hin. Da drüben ist halt echt noch ein unentdeckter Ort. Das ist ja belastend jetzt. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Aber sie werden mich nicht finden. Niemand wird mich finden. Ich stehe neben mir. Hi. Hallo. Habe ich nicht mitgenommen.
Ein Schiff! Was soll da rüber? Dann schauen wir uns doch mal dieses schöne Gewässer hier an. Damals waren die Meere noch sauber. Klar. Nicht so zugemüllt. Wenn man sich den Hafen jetzt angucken würde, wäre bestimmt richtig eklig. Naja. So ist das halt mit dieser Menschheit, nicht? Kannst du nichts machen. Hoppla, ich hänge in den Korallen fest. Wie dumm von mir. Militärhafen. Ein Militärhafen ist eine schöne Sache. Das ist bestimmt auch schlau, jetzt einfach direkt entspannt in den Militärhafen hineinzuschwimmen. Drei Vorräte, ein Befehlshaber, zwei Schätze. Ist ja gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Das machen wir ja mal locker leicht. So, hier ist erstmal nichts drin, ne? Das haben wir schon mal geklärt. Das können wir schon mal sagen, wenn jemand fragt, hier ist nichts drin. Aber wenn das hier ein Militärhafen ist. Wo ist das ganze Militär? Vorne steht einer rum. Ziemlich einsam. Jetzt läuft er da. Wo läuft er hin? Macht sich ans Feuerchen. Guckt mich an. Scheiße. Ah, da sind die ganzen Soldaten. Das ist ja fein. Wäre ja sonst auch langweilig, ne? Wenn hier keiner wäre. Was ist das für ein Typ, dass er die ganze Zeit nur voll rumhockt? Tust du nicht? Bist du Befehlshaber oder bist du nur ein Dulli? Na los, wir kriegen sie schon. Ah, du kommst schon von alleine hier, ja, wie schön. Was? Ach, du willst auch ein bisschen Gift abhaben. Die brauche ich noch. Der Fährmann wartet auf dich. Das waren die einzigen, die davon mitgekriegt haben. Das ist witzig. So, wunderbar. Das war der Befehlshaber, in der Tat. Der hat sich ja nicht sonderlich schlau angestellt, muss ich sagen. Zu zerstörende Vorräte. Da ist ein Schatz.
Den habe ich gefunden und er trägt meinen Namen. Fridolin. Oh mein Gott, da brennt es! Was ist passiert? Schnell hin! Wir müssen uns sofort da hinstellen und auf den Boden gucken und nicht darauf achten, was über uns passiert. Nicht. Dann eben nicht. Kennen wir schon. Kennen wir schon, hatten wir schon. Brauchen wir nicht nochmal. Ich brauche noch einen Schatz. Und ich brauche noch einmal brennende Vorräte. Also ich nehme sie auch nicht brennend, mach den Rest dann selber. Ist gar kein Problem. Komm, die schicken wir einfach schwimmen. Okay, das ist auch gut. Attentat ist nicht machbar. Dann nicht. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu viel Lärm gemacht. Macht aber nichts. Die können nämlich alle nichts. So, der hat es aus dem Wasser geschafft. Haha. Das ist mein Beruf. Dumm in der Gegend rumrennen und nichts können ist dein Beruf. Du bist wenigstens nicht überqualifiziert. Geh nochmal schwimmen, es war witzig. Ich glaube, er ist ertrunken. Schade. Er war noch so jung. Das war jetzt eher öde, muss ich gestehen. Oh. Dunkle Wolken ziehen auf. Hoppla. Tja, ja. So. Oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte auch schon ein paar Tage keinen intensiven körperlichen Kontakt mehr und da muss ich ab und zu auch mal frech jemanden anfassen. Mit dem hatte ich gerade nicht gerechnet, es tut mir leid, und ich habe kurz Panik gekriegt. Das ist gut. Wo geht's denn hier in die Stadt? Hi! Oh, die haben gar nichts gegen mich. Ich prügel mich ständig mit denen. Entschuldigen Sie? Haben Sie Lust auf... eine Runde Rommel? Hast du was an den Ohren? Okay. Ich hab zurückgetreten. Also, ich... Entschuldigung? Ich hab einfach zurückgetreten, wie er wollte. Was wird dir denn jetzt? Hä? Warum? Los! Los! Hast du gedacht, ich bewege mich nicht? Haha, hast du wohl. Falsch gedacht. Du bist stärker als ich dachte. Ja. Tasos. Was bist du? Und was machst du da unten?
Hallo? Rede mal mit mir. Bist du für ein Kollege? Oh. Das ist einer, mit dem ich mich nicht anlegen möchte. Der ist eventuell stärker als ich. Vielleicht auch zu stark für mich. Ist dann nicht so die Idee. So. Schon ist hier Ruhe. Zu schnell kann's gehen. Was macht die Uhrzeit? Ach, die sagt Feierabend. Ja, gut, dann ist es ja gerade der Moment, um sich hier hinzustellen. Das sieht sehr unästhetisch aus. Junge Dame, machen Sie das mal nicht. Bleiben Sie mal so stehen. Und so machen wir dann jetzt einfach mal die Folge aus. Ganz entspannt. So wollen wir das handhaben, nicht wahr? Ich danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und morgen geht's weiter. Was haben wir heute gemacht? Wer weiß es? Was haben wir heute gemacht? Wir haben... Gar nichts haben wir gemacht. Wir sind einfach wieder zurück nach Athen gefahren und haben ein Militärlager ausgeräumt. Gut, okay, dann haben wir halt eben ein Militärlager ausgeräumt. Dann ist das eben so. Morgen geht's weiter, habe ich schon gesagt. Bis dann, tschüss.